Ich hoffe, das sieht jetzt genauso dämlich aus, wie es in Wirklichkeit auch ist. Hallo, Ilja van der Kastele. Ich habe einen kleinen Wandereitbetrieb in der Eifel mit meiner Frau und ich bilde Pferde aus. Heute haben wir ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Das Thema Druck. Es scheint vollkommen normal zu sein in der Pferdewelt, dass man Druck auf das Pferd ausübt, dass man Dauerdruck auf das Pferd ausübt. Horsemanship, das ich eigentlich sehr begrüße, findet es normal. Wir fokussieren, dann wird das geschwungen und dann patsch, wenn das Pferd nicht reagiert. Aber so funktionieren Pferde nicht. Als Begründung sagt man immer, ja, die Pferde untereinander machen das ja auch. Nein, das machen sie nicht. Wenn Pferde genug Platz haben, und wir reden von Quadratkilometern Platz, und wenn Pferde genug Futter haben, treten und beißen die sich nicht die ganze Zeit. Die Leitstute ist das Tier, das für alle anderen am meisten da ist, das am meisten Verantwortung trägt. Nicht das Tier, das am meisten tritt, am meisten beißt. Eine Leitstute hat den Respekt aller anderen. Sie wird dazu gewählt von den anderen, nicht weil sie sich, wie bei uns, eine Karriereleiter hochkämpft. Ich möchte Ihnen jetzt hier neben diesen Gedanken auch einen anderen Weg zeigen, weil die Frage ist natürlich, wenn kein Dauerdruck oder kein Druck aufs Pferd, was kann man denn dann machen? Weil am Boden müssen wir das Pferd ja bewegen und unter dem Sattel auch. Gut, der Sattel ist heute nicht das Thema. Das Thema ist heute, wie bewegt man Pferde am Boden ohne Druck auf das Pferd auszuüben. Ich habe mit Nantos lange, lange nichts mehr gemacht. Wir werden einfach schauen, was passiert. Das heißt, ich bewege das Pferd natürlich durch Energie. Er hat jetzt sehr wenig, ich auch. Aber ich muss keinen Druck auf das Pferd machen. Ich mache jetzt Druck hinter das Pferd, nicht auf den Körper. Und jetzt möchte ich die Hinterhand deaktivieren. Und was mache ich dazu? Ich nehme Druck weg. Achtung! Und es klappt ganz genauso. Das Pferd weicht mit der Hinterhand. Das heißt, ich muss keinen Druck in Richtung Pferd machen. Es reicht, wenn ich Energie mache. Von dieser Energie geht das Pferd weg. Was haben wir jetzt aber, wenn wir zum Beispiel ein Pferd haben, was sehr impulsiv reagiert, was vielleicht zu nahe kommt, wo ich doch sehr schnell Energie machen möchte? Muss ich das dann nicht doch aufs Pferd machen? Nein, muss ich nicht. Ich habe die Möglichkeit, die Energie vom Pferd wegzumachen. Und das Pferd reagiert. Sie haben es gesehen, er ist weit zurückgegangen. Diese Energie können Pferde, damit können Pferde gut zurechtkommen. Mit dieser Energie fühlen sie sich nicht bedroht. Wenn ich die gleiche Energie in seine Richtung, auf seinen Körper gemacht hätte, das ist einfach zu nah, zu viel Druck. Wenn Sie jetzt ein Pferd haben, was entweder sehr panisch ist, das reißt sich los. Haben Sie ein Pferd, einen jungen Hengst, das ist sehr, sollen wir mal sagen, selbstbewusst, der wird sagen, dann kämpfen wir. Aber wir wollen doch mit einem Pferd niemals kämpfen, sondern wir wollen doch immer, dass das Pferd und wir auf Augenhöhe, natürlich ich führe, uns aber auf Augenhöhe verstehen. Hier haben wir eine ganz kleine Verwirrung im Nantos. Ich habe den Strick aufgenommen, der hat gedacht, er muss sich schon bewegen. Nein, jetzt musst du dich bewegen. Und Sie sehen, ich habe den Druck nicht auf ihn gemacht, sondern mir geht es hier um diesen Raum. Und jetzt wieder Druck weg, er reagiert mit der Hinterhand. Und das ist doch eine sehr angenehme Art und Weise. Das Pferd ist dabei vollkommen klar, fühlt sich in keiner Weise bedroht, bedrängt und wir haben alle das erreicht, was wir uns wünschen. Gut, jetzt sitze ich als Reiter auf dem Pferd und möchte mit meinem Schenkel einwirken. Dabei muss ich doch Druck auf das Pferd machen, oder? Ich glaube nicht unbedingt. Meine Hand symbolisiert den Schenkel. Ich lege ihn hier an und nehme Druck weg und au! Das Pferd reagiert ganz genauso. Es geht von der Energie weg. Ich muss also keinen hämmernden Schenkel haben, um das Pferd dazu zu überzeugen, dass es dem Schenkel weichen soll. Das war sehr, sehr gut, Nantos.